Willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Forest mit meinen blendenden Opi. Oh, du blendest voll. Hi. Blendenden Opi. So, Marzi hatte jetzt hier ein kleines Feuerchen gemacht und jetzt haben wir unser Fleisch, was wir hier gefunden haben, aber jetzt gekocht. Das heißt, guten Hunger. Und guten Hunger. Und wir wollten ja jetzt nach Hause, ne? Ja. So, dann nochmal was trinken. Jetzt. Oh, so, schon besser. Aber ich glaube, meine Flasche ist jetzt leer, ne? Nein! Na gut, dann Energy Drink hinterher. Er schmeißt noch die ganze Dose weg. Du bist schon hoch? Ja. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Alter, die müssen ja das Fackellicht geändert haben. So. Das ist richtig schön hell. Ui. Das ist sogar besser als die Taschenlampe. Finde ich jetzt nicht. Meinst du? Also ich finde das so vom warmen Licht her geiler. Na gut, das ist, kann sein. Oder die Höhle ist einfach nicht dunkel genug, so wie die andere Höhle. Ach, bin in dir drin, Mausi. Hm. Oh, okay. So. Hier hat es geschneit. Hä? Hier hat's doch nicht geschneit. Mir liegt hier Schnee und ich friere. Oh lol. Oh, Alter, und Miss Puffton auch. Alter, er hat mich umgeschmissen. Der haut ja richtig rein. Au, mich ebenso. Ja, warte. Achtung, Mausi. Mhm. So, ich muss es mit L anzünden. Oh Gott. Geh weg. Geh weg. Ja, ich häng fest. Bin neben dir. Du stehst eigentlich nicht neben mir. Nein, neben dir war einer. Ach so. Waldbrand? Okay. Virginia wieder hochhelfen? Ist sie jetzt weggerannt? Oh, Mr. K brennt. Mr. K, was machst du denn da? Hier sind noch deine Steinpfeile drin. Er rennt ins Feuer. Geht's dir sonst gut? Ja? Da kommt noch einer hinter dir. Kurz Mausi wieder hochhelfen. Da rennt der. Der ist jetzt nur gekommen, um dir nochmal einen Schlag zu verpassen. Ja, typisch. Na, wartet. Warum ist denn jetzt bei mir Schnee und bei dir nicht? Das ist ja voll ätzend. Also bei mir schneit nichts. Da kommen so kleine Flocken kommen runter, ja. Ja, nee, nicht, es schneit nicht, es liegt Schnee. Ja, bei mir liegt aber kein Schnee. Mal jetzt bitte gehen, weil mir wird kalt. Ja, und ich werde hier schon wieder gehauen. Okay, dann gehen wir jetzt, komm. Lass wir ihn in Ruhe. Rennst du bitte? Ja, ich renne. Ich musste mir das Ding hier noch rufen. Ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Machi, 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 Pampe. Machi, 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 Pampe. Na, zeig mir mal an, wann das der Flussarm kommt. Oh, hier liegt bei mir jetzt auch Schnee. Das hat ja lange gedauert. Hier liegt Schnee.
Alter, hier ist ja richtig Schnee. Das Knirschen, das irritiert voll. Okay, meiner hat keine Puste mehr. So. Ja, irgendwie da oben. Ich würde eine größere Karte haben wollen. Kann man da nicht irgendwie reinzoomen? Ne, ich kann nur ausrüsten. So. Und Mr. K kommt gar nicht hinterher. Sind wir denn schon fast zu Hause? Nee, bei weitem nicht. Wir sind recht weit gelaufen, Marzi. Trinken, trinken, ja. Ja, würde ich nämlich jetzt auch gerne mal machen. Ich kann mal kurz die Feldflasche auch wieder auffüllen. So. Blub, 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 blub. Ich habe schon wieder einen Schlag gekriegt, deswegen immer noch mal Medikamente. Noch habe ich genug. Und ups. Ne, mal den Stock wieder. Ach, hier sind wir. Erkennst du es wieder? Ja. Guck mal, was hier steht. Was steht denn da? Was steht denn da? Ach. Ey, das ist sogar noch nicht mal eingeschneit. Guck mal, da fehlt sogar noch ein Stock. Und den hast du nicht reingemacht. Ja, aber ich hab den nicht in der Hand gehabt. So. Dann machen wir den Stock da auch rein. So. Gut, das heißt, jetzt müssen wir in die Richtung. Dem Fluss so ein bisschen folgen. Ab nach Hause, ab nach Hause. Bei mir ist hier kein Fluss, ne? Der Fluss ist daneben an hier. So. Ich wollte jetzt nicht auf dem Fluss laufen. Vor allem auf dem Fluss. Jesus, bist du es? Was ist das denn hier? Gott, was sind die denn? Keine Ahnung. Die haben auch nichts bei oder so. Da steht Sons of the Stars. Das ist the Stars, nicht the Forest? Nee. Schade. So. Muss mal gucken. Nee, ich finde den Flusskanal nicht. Das ist der falsche. Von da hinten kamen wir. Wo sind denn die ganzen Flussarme? Da waren da so viele Flussarme. Wir waren doch an einem See. Ja, aber der ist in, da sind Flüsse reingekommen. Ich glaub, wir nicht von da weg? Ich glaube, wir laufen von dem weg, ne? Ah. Sind wir zu Hause? Laufen wir auch. Das war ein großer See, da sind drei Flüsse reingegangen. Deswegen hatte ich mir das so gut merken können, aber die Karte ist halt wirklich sehr, sehr klein. Ich vielleicht den Stock weglege. Ich kann da noch nicht mal was weglegen hier. Ne, ich wollte jetzt nicht, ich wollte nicht die, ne, jetzt habe ich Kohlefaserpfeil drin. Oh Gott. Ich möchte nur ein bisschen rausskippen. Geht aber nicht. Ne, wir müssten mehr in die Richtung, wir sind in die falsche Richtung runtergelaufen.
Okay. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Was denn? Ach, mir war kalt. Okay, mir ist nicht kalt. Zum Glück noch nicht. So. Nicht getrocknet. Oh, es ist mir wieder kalt, weil ich nass bin. Okay. Okay. Deswegen wollte ich nicht im Wasser laufen. Nee, machen wir schon. Jetzt sagt er noch nicht, dass mir kalt ist oder so. Oh, dahinter müsste noch dann irgendwo auch eine kleine Höhle sein. Ah, ich glaube, ich sehe den Flussarm. Ich glaube, ich sehe unser Zuhause. Ja, ich habe den falschen Punkt anvisiert. Da hinten, den Punkt hätten wir anvisieren müssen. Ja. Ja, da ist unser See. Da sind auch die drei Flussarme. Ich sehe ihn. Ich habe ihn wieder gefunden. Das ist schön. So, von hier aus jetzt nur noch geradeaus. Ob es bei uns zu Hause in der Burg auch schneit? Keine Ahnung. Na, jetzt, wenn du jetzt auf der Karte guckst, dann müsstest du da so einen See sehen und da gehen dann halt sozusagen mehrere Flussarme rein. Hast du was gesagt? Och, nix, alles gut. Ja, ich höre das nicht, wenn du rennst. Glaube, ich werde verfolgt. Ja, werden wir. Weiterlaufen? Ja. Einfach laufen. Müssten da jetzt aber schon viele Monate hier sein, ne? Ist jetzt schon angefangen hat zu schneien. 10 Tage. Oder so. Ich meine, beim Speichern habe ich gelesen, 10 Tage oder so. Müssen wir ja im Herbst hier angekommen sein. Möglich. Ist alles zugeschneit. So, jetzt noch hier einmal über den Fluss rüber. Ah! Ja, genau, die haben mich auch so erschreckt das letzte Mal. Ja, und jetzt habe ich gerade keine Ausdauer. Ah. Lauf, Mausi, lauf! Da vorne ist unser See. Mr. K kommt gar nicht hinterher. Ach, Mr. Kane, Miss Puffpuff, komm schon noch. Wo wir hoffen? Jetzt Miss Puffpuff. Sie ist Miss Puffpuff, okay. Sie heißt aber eigentlich, wie hieß sie? Virginia Puffton und nicht Puffpuff. Jetzt ist sie Puffpuff. Also jetzt ist sie Puffpuff. Die Frau mit dem Badeanzug. Alter, ist das hier zugeschneit, ey. So der Schnee. Der Schnee liegt richtig hoch. So rot, ich glaub's nicht. Ja, ich hab doch gesagt. Alter, die ist zugeschneit. Der See ist zugefroren. Der See ist sogar zugefroren. Boah, knirscht das, ey. Du kannst aber trotzdem drauf rum. Ja! Schlittschuh laufen! Wir werden angegriffen. Au! Das scheinen irgendwie die Krieger zu sein, wa?
Ihr kriegt das mal. Oh, Tasche. Ah, zu Hause. Schön. Zu Hause. Hörst du diese Trommeln? Ja. Ich dachte, das wären, weil du auf Dings läufst, auf Holz. Nee. Was trommelt denn hier? Keine Ahnung. Haben wir eigentlich noch Fleisch hier drauf? Nee. Oh, zu Hause. Haustein, du hast uns wieder. Haustein. Rocky. Klein Rocky. Wer macht denn hier so komische Geräusche? Dir ist kalt. Mach mit Stöcken ein Feuer. Ja, jetzt ist ja, mir auch kalt. Stell dich ruhig ans Feuer. So, das letzte gekochte Fleisch. Zum Wohl. Guten Appetit. Hörst du das? Dieses Ja, deswegen meine ich ja, deswegen gucke ich ja immer von oben, aber wir haben oben noch keine Feuer und nichts. Sehe auch niemanden. Hier ist kalt, du bist nass. Ja, ist ja gut. Kaum bin ich wieder unten, heißt es Das hört sich so an, als wenn wir jetzt gleich irgendwie überfallen werden. Wenn nicht das Muschiklaus kommt. Na, schönen Dank. Den kann ich gerne verzichten. So, bin ich jetzt wieder trocken? Stimmt nicht. Ich bin immer noch nass, ja. Dieses So, ich mache mal kurz ein bisschen. Haben wir jetzt. War das Knochenrüstung nicht mit Tape? Oder war das mit Seil? Haben wir jetzt ordentlich Seile, ne? Ja. Könnten wir doch. Wir hatten kein Vogelhäuschen, ne? Nee, haben wir nicht mehr. Das ist kaputt gegangen, wo Mr. K hier die Bäume abgehauen hat. Also soll ich hier drinnen eins hin platzieren? Ja, dann mach das aber hier, wo unten, wo hier schon das Ding hier ist. Weil ich will gucken, dass ich die Mauer auf der anderen Seite nochmal erweitere. Hier innen drin? Ja, hier innen drin. Müsste doch auch funktionieren, oder nicht? Ne, ist ein bisschen schief geraten, aber mal gucken, ob es funktioniert. So, aber ich wollte ja trotzdem hier. Was hatten wir hier sonst noch? Blätterrüstung. Dann mach ich hier mal eine Blätterrüstung. Habe ich ja auch noch nie gemacht. Aha. So, mal ein bisschen Crafting erledigen hier. Hast du noch ein paar Stöckchen? Ja, wo? Wo denn? Warte, hier hinten. Okay, was ist das? Ach, für Pflanzen. Aha. Okay, machst du ja schon gerade. Ja.
Ja, muss aber vorsichtig sein. Das müsste ich vielleicht da auf der Ecke nochmal einreißen. Ja. Ne? Kann ich ja jetzt mal gucken. Wir haben ja hier noch ein paar Loks. Türen sind nicht abgeschlossen, ne? Ne. Nö, 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 nö. Ob das noch geht? Oh, im Schnee zu bauen ist immer richtig doof. Du siehst ja gar nichts. Das ist immer richtig doof. Mr. K, ich brauche neue Holzstämme. Kannst mal kommen? Ich kann auch gehen. Was, du kannst auch gehen? Oh, da ist ein Tier drin. Oh, Mr. K ist da. Hi, Mr. K. Beseitige 20 Meter. Er schüttelt mir den Kopf. Okay. Er sagt nein. Er hat nein gesagt, Mausi. Lol. So, alles gut. Achso, er muss erstmal essen und alles. Okay. Na dann. Ess dich gesund. Warum baue ich hier nochmal die Hut weiter? Ja, aber es scheint gut noch zu gehen. Den Platz haben wir noch übrig. Muss ich das nicht nach vorne ziehen, dann kann ich das nach hinten ziehen. Haha. Das ist doch cool. Ach, da ist ein Tier drinne. Na klar, Ach, wegen den Baumstümpfen. Baumstümpfen. Ja, die lassen ständig deine Falle, die du da hingestellt hast, wieder umknicken. Wer macht denn hier die ganze Zeit brr, brr, brr? Das hört sich 10 Kilometer weit an und nachher steht er neben mir oder so. Also ich höre jetzt nichts mehr. Ach, jetzt hier drin höre ich es auch wieder. Ja, merkwürdig. Ja, ob das hier hinten alles so richtig in eins passt. Keine Ahnung. So. Wir haben drin auch Bäumchen, Stämmchen, Stümpchen. Jo, ne? Die hole ich mir gleich. Immer nach und nach. Also packst du die jetzt in den Lockholders? Ja. Okay, dann nehme ich sie mir da raus. Habe ich hier einen kürzeren Weg, weil ich laufe jetzt immer nach hinten für die, die Bäume, die du da gefällt hast. So. Ah, ich kann heute Deutsch reden. Nein, kann ich nicht. Aber, ne? Ich wünsche es mir manchmal, dass ich es kann. Oh, das geht sogar noch gut auf. Das geht sogar noch gut auf. So, jetzt muss ich mal gucken. Wie fühle ich mich jetzt hier wieder wohl? Wieso zu Hause sind. Wir haben die längs gebastelt. Okay. Das heißt, ich muss sie auch wieder längs aufsetzen. So, und jetzt mache ich es mir mal einfach. Jetzt rupse ich hier mal einen raus. Kann ich den da oben rausnehmen? Nee, kann ich nicht. Muss ich hochrennen. Für. Dann mache ich die hier unten nämlich erstmal rein. Bevor ich die Mauer schon wegnehme. No? Ich muss mich beschweren. Wieso? Lockholder sind voll.
Ja, hier, pass auf, zack. Ist er nicht mehr voll. Was ich sowieso nochmal ausprobieren wollte? Ne, das geht nicht. Okay. So, dann machen wir es nochmal anders. Machen wir kurz hier zwei raus. Hoppala. Hab ich mich jetzt erschrocken. Hinter dir. Ja. Aua. Entschuldigung. Jetzt haut sie mich hier mit den ganzen Dingern. Was machst du denn hier? Wollt ihr loswerden? Ja, ich schmeiß sie ja hier schon drauf. Jetzt hatte ich sogar drei Stück mit einem Mal. Okay. Wie ich das jetzt hingekriege, weiß ich nicht. Oh, Mr. K, alles klar. So, nächste Tier, nächste Tier. Zack und zack. Geht's auch viel schneller hier. An den letzten komme ich da hinten nicht ran. So. Hier fehlt noch einer. Hier fehlt noch einer. Dann wird dich und dich mal hoch. Es hört sich so an, als wenn hier das Monster von Loch Ness irgendwie drin ist, oder? So, das heißt, jetzt muss ich hier erstmal die kurz da rein. Dann nehmen wir mal kurz die beiseite und den da raus. Batz und Batz. So. Putz und die Putze. So, dann kommt der da raus. Okay. Machen wir kurz so. Dann hebe ich mal den hier auf. Schmeiß den da drauf. Wo ist denn der ganz kleine? Da fehlt noch ein kleiner. Das ist ein halber. Der jetzt hier irgendwie im Wege hängt. Er macht hier so komische Geräusche. Ich weiß es doch nicht. Sie irritiert beim Bauen. Hört auf damit. So. Jetzt habe ich die aus die falsche Seite gesetzt. Kriege ich die anderen doch gar nicht rauf. Pack ruhig in den Lockholder. Bezüglich schmeißen wir mal einen hin. Nee. Da muss nochmal richtig geteilt werden hier. Na. Wo ist er dann? Jetzt kannst du sie dazwischen packen. Okay, der eine ist gerade verschwunden. So. Nochmal zwei. Alle Hubs. Ach Mensch.
So. Jetzt brauchen wir hier nochmal. Nein, das wollte ich nicht. Lass die da drinne. So. Ach Mensch. Gib mir den roten. So. Nummer zwei wieder raus. Huch. So, das ist Mr. K. Na, Mr. K, guckst mir gerade zu? Wie ich fleißig hier bin? Oder was? Hier geblieben. Na, machst du uns schon wieder Pfeile? Oder wie? Da wollte gerade uns jemand besuchen kommen. Ah, Mausi macht Verteidigung. Gutes Maus. Ja, so. Zack und zack. Und blups. Blups und blups. Da kommen die nächsten zwei rauf. Geh mal kurz beiseite. Den da rein. Die da rauf. So, jetzt muss ich ja hier oben erstmal. Der ist ja dann verkehrt. Den können wir dann erstmal für die Mauer nehmen. So. Zack. Nein, da sollst du nichts rausschmeißen. Butz und Butz. Sind die Lockholder wieder alle voll, oder was? Ja. Nee. Nee, ich dachte, ich helfe ein bisschen. Ach so. Ach so. Könntest du denn die Lockholder dann nochmal für Reserveholz wieder voll machen? Ja. Dann gehe ich da jetzt erstmal nicht ran an die ersten zwei. Und wir haben Achtung, wieder... Besuch. Der war hier gerade irgendwo. Also ich habe jetzt nur die Virginia gesehen. Oder wie hast du sie genannt? Puffpuff. Puffpuff. Hockt sich ja auch hin. Der war hier irgendwo. Ja, war. Guck mal hier. Was denn wo? Hier liegt ein Toter. Ja, das ist der andere. Ach so. Ah, hier. Bei uns drinne. Rocky hat ihn festgehalten. Ach, Rocky hat ihn festgehalten. Gut gemacht, Rocky. So. Jetzt wollen wir hier nochmal draufhauen. Nein, jetzt habe ich dein... Ach, das Beet kann man komplett abheben und wieder woanders hinsetzen. Das ist natürlich cool. So, erstmal da einen rauf. Das hatte ich mit ganzen Stämmen hier gemacht. Das heißt, ich muss das hier nochmal einmal kurz abreißen. Vorsichtig bei Rocky.
Da fliegt Holz hin. Okay, gut. Zack. Oh. In der Hut ist es warm. Anscheinend. Ist ja auch in der Hut, ne? Ist ja Burg. Hier in der kleinen Hut hier. Okay. So, jetzt brauche ich schon wieder neue Stimmchen. Jetzt will ich nochmal schnell da hinten das Holz soweit. Ja, mir ist es mittlerweile draußen zu dunkel. Ja. Dann verarbeite ich jetzt noch die letzten Stämmchen hier wieder, damit die hier nicht rumliegen. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Und dann gehen wir sofort schlafen. Ja. Weil hier wird es nämlich auch gerade für mich ein bisschen kalt. Ach halt, siehst du. Vorher abschließen. Das wäre eine gute Idee, ja. Aber wenn die hier ständig reinrennen. Ist das schon nervig. Achso, da fehlt ja jetzt auf der anderen Seite noch. Aha. Ist das ein halber? Das ist auch ein halber. Glaube ich, alles der halbe. Ja. Dann brauche ich die hier drüben. Ach, da ist nur noch einer. Oh. Einer habe ich gerade mitgeschnappt. Achso, Klauerin. Ja, genau da sollte der jetzt nicht hin. Ich wollte ja die halben loswerden. Haben wir halt gleich noch ein kleines Loch hier, aber dafür ist es jetzt ein bisschen größer. Und ich bin die Bretter da unten losgeworden. Und sie spawnen die wieder nur und das ist Holzverschwendung. Und ein weises Mausi hat mir mal gesagt, man verschwendet kein Holz. Echt? Mhm. Gut, mehr Holz haben wir jetzt sowieso nicht und es ist... Au, danke fürs Schubsen. Wenigstens ist es jetzt warm. Ja, mir ist jetzt warm. Sehr warm. Ich trinke nochmal einen Schluck, danke. Ja, jetzt bin ich auch nass. Ist mir alles wurscht. Trink mich jetzt hier satt. Wurde verbrannt. So. Das heißt, nichtsdestotrotz machen wir hier einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.